Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir uns direkt beim Frühstück sehen. Ja, die Haschpolizei schlägt wieder zu. Und ich sage euch, das wird interessant. Schaut auf jeden Fall euch das Interview an mit der Haschpolizei. Aber wir gehen jetzt mit euch erstmal gleich zu Kana Trade. Es ist herrliches Wetter und es ist toll aufgebaut. Und wir zeigen euch jetzt erstmal ein paar Bilder. Bis gleich. Brauche ich das mal ein Tanzdrasche? Okay, eine gute Wurst in den Nutzen. Ja, und soeben noch auf der Kana Trade entdeckt eine Kontaktanzeige, eine hübsche CBD-Pflanze, weiblich, Alter auf Anfrage, sucht. Ich lese euch das mal vor. Ich bin eine hübsche CBD-Pflanze, welche zurzeit noch mit der Kana Trade liiert ist, aber bald einen neuen Hanffreund oder eine neue Hanffreundin sucht. Aber ganz geil gemacht. So, ja, auch die Knabberecke kommt hier in Zürich nicht zu wenig dran. Es gibt eine Business-Ecke, wo man Getränke bekommt, ja, Würstchen, alles Mögliche, was man sich so an Essen vorstellen kann. Thailänder sind hier, vietnamesisches Essen habe ich gesehen und recht köstlich, aber auch teuer, die Schweiz halt. Also wir haben gestern für einen Wiener Schnitzel, glaube ich, knapp 20 Euro bezahlt, ist schon, ja, nicht wenig. Parkplätze sind hier auch sehr rar und sehr teuer vor allen Dingen. Ich glaube, wir bezahlen jetzt für 3 Tage Parkgarage über 50 Euro nur für einen Parkplatz. Schon Hammer. Also kommt's lieber mit den Öffentlichen, Leute. CBD-Dealer gibt es ja auch schon. Und zwar jede Menge. CBD-Stände gibt es hier wirklich wie Sand am Meer.
Nur es gibt keiner etwas her. Hallo. Du, ich habe mal eine Frage an euch. Ihr habt ja überall hier die Blüten stehen, ja? Aber keiner darf was abgeben, ne? Was für einen Grund hat das genau? Ja, grundsätzlich sind wir hier zum Verkaufen, oder? Und man kann aus der... Aber ihr dürft es nicht verkaufen, oder wie? Warum dürfen wir das nicht verkaufen? Dann dürft ihr das schon nur verkaufen, aber nicht abgeben. Nein, zum Testen, man kann da riechen, oder? Und wenn man Freude daran hat, dann können wir so ins Geschäft kommen. Aber ihr dürftet es auch verschenken, regulär. Ja, bei Sympathie auf jeden Fall. Nee, ist nur eine Frage, weil gestern wurde uns erzählt, man könnte das irgendwie aus steuerlichen Gründen nicht abgeben oder irgendwie sowas, weil es mit Tabaksteuer versehen ist oder. War eher eine Ausrede, ja, oder? Das ist möglich, ja. Danke. Na, hier seht ihr nämlich, die haben überall auch ziemlich... ja, gute Ausstellungswaren, aber sind alle ziemlich geizig mit abgeben. Also sie wollen, wie er schon sagte, lieber natürlich verkaufen. Und die haben kein Interesse, dass sie sich jeder mal eben eine Blüte mitnimmt zum Testen. Ja, obwohl es meiner Meinung nach eigentlich auch eine gute Marketingstrategie wäre. Deine Amerika-Reise? Amerika-Reise war cool, unverhofft. Die Convention, musst du dir vorstellen, 18.000 zahlende Besucher. Wow. $500 Eintritt. Ein Riesending, da ist das hier so ein kleinster Nebenbereich. Wie finanzieren die? Laufen in Amerika nur reiche Leute rum? Oder? Das auf keinen Fall. Also gerade San Francisco, wo ich dann später auch ein bisschen so Cannabis-Politik mitgekriegt habe, also nicht nur diese Messe, da war das Erschreckende, die Leute, die auf der Straße leben. So ganz massig. Nicht hier mal einer oder schön Wetterpenner oder so. Einfach auf der Straße und ohne jede Kontrolle. Also wirklich, hat nichts mit unserem Cannabis zu tun. Opium, du siehst Leute in der Früh spritzen. Vom Bahnhof zum Hotel laufen, so gemütlich Sonntagmorgen. Ne? 12 Leute mindestens, die irgendwo eine Spritze setzen. Okay. Aber Geld auch. In dem Cannabis-Business war letztes Jahr zumindest noch Geld da. Kalifornien waren es ein bisschen aufgeregt mit der kommenden Regulierung. Wird Deutschland liberaler jetzt in nächster Zeit? Siehst du da einen Fortschritt oder glaubst du, wir bleiben auf dem Stand medizinisches Cannabis? Ich weiß nicht, ob ich dir die News sagen soll, weil die habe ich nämlich noch nicht öffentlich gesagt. Ich habe einen persönlichen Brief von der Katharina bekommen. Von der Katharina Barley, unserer Justizministerin. Okay. Die hatte ihr vor ein paar Wochen gratuliert zu ihrem neuen Amt. Ich bin ja Sozi, ich bin ja SPDler. Wir hatten auch schon ein paar Mal gesprochen über unser Thema. Und dann die Gretchenfrage, wie sie zum Cannabis steht. Eine ganz interessante Antwort, Kurzform, dass sie erst beschreibt, warum die Repression, also die jetzige Form, nicht wirkt. Um dann auch zu sagen, die Staatsanwälte kommen nicht zu der Arbeit, die sie eigentlich machen sollten. Und dann zu sagen, dass sie dafür ist für eine Regulierung, dass die SPD-Bundestagsfraktion für die Regulierung ist und auch immer mehr Bundesländer, die SPD, sich jetzt umentscheiden auf Regulierung. Also das ist in der, bei der SPD ist Regulierung gleich Legalisierung. Du willst einen Jugendschutz haben, Gesundheitsschutz, das sind Regulierungen. Hey, danke. Gerne. Viel Spaß noch. Ja, dir auch. Ja, die
Die Messe ist heute am Samstag auch schon sehr gut besucht. Ja. Andreas, schön dich zu sehen hier. Hallo Mario. Du, ich habe gehört, Hangout TV hat auch einen Schlag abgekriegt von YouTube. Ja, genau. Ein Video wurde gelöscht. Alle oder was? Nee, eins wurde gelöscht. Okay. Und zwei andere wurden eine Altersbegrenzung drauf gemacht. Also das heißt, der YouTube-Kanal existiert noch von Hangout TV? Ja, genau. Den gibt's noch. Okay, also ist gar nicht der Schaden jetzt so groß? Es gab einfach einen Strike. Also einer, okay. Ja, genau, einer bis jetzt, okay. Ja. Wisst ihr jetzt schon genau, warum das jetzt, oder hast du, vermutest du das gleich wie Micha, oder? Also ich vermute externe Links, die in der Beschreibung stehen. Aber ob es wirklich das ist, war nur das eine Video, das waren nur da solche Links drin. Aber genau weiß ich es nicht. Super, hey, schön, dass es euch noch gibt und macht ja weiter. Ja, gleichfalls, ja. Dann sieht's, ciao. Wo war das denn? Hier, ne? Boah, so klein und man kann sich trotzdem verlaufen, ne? So Jungs, jetzt haben wir euch erwischt nämlich. Jetzt habt ihr uns erwischt. Hi. Hallo Mario. Wie sieht's aus? Hier war gestern die Haschpolizei? Ganz genau, die Züricher Haschpolizei. Was ist passiert? Ja, ist wieder Willkür hoch 10 natürlich im Schweizer Staat. Die kommen hierher und sehen unseren schwarzen Pollinator und denken natürlich wieder, dass wir Hasch verkaufen. Wir haben es ganz offiziell deklariert als Extraktionspollinator und trotzdem nehmen sie es auseinander und behaupten, wir verkaufen hier Drogen. Also das heißt, Hasch darf man hier, also selbst wenn es CBD-Hasch ist, darf man hier nicht anbieten oder zeigen? Es ist Auslegungssache, Deklarationssache. Im Gesetz steht drin, Haschisch auch unter 1% THC ist verboten. So. Warum? Das Gesetz kommt aus den 90er, 70er Jahre. Das heißt, da war damals Hasch, die hatten das Problem mit dem Hasch und da ist nie der THC-Wert angepasst worden. Da hat es einfach geheißen, Hasch ist verboten. Und nachdem alle CBD-Firmen angefangen haben, natürlich Pollinator zu produzieren, ging es dann eigentlich in die Richtung, dass das BAG nicht mehr wusste, Bundesamt für Gesundheit bei uns, nicht mehr wusste, was sie tun sollen. Und dann haben sie gesagt, das ist Hasch und dann ist es verboten. So, dann haben sie gemerkt, sie müssen eine Regelung bringen, sie müssen da irgendwas ändern, dass sie definitiv uns entgegenkommen müssen. Dann haben sie gesagt, ein Pollinator, ein Trockenpollinat ist erlaubt. Extraktion, es muss doch Extraktion gewonnen werden. Das heißt, wenn ich durch die Blüten jetzt laufe, mit dem Finger das abmache und es zusammenknete, dann ist es Hasch. Wenn ich es mit Alkohol löse oder mit CO2-Methode lösen tue, dann ist es wieder erlaubt, das Pollinat. Und das ist das, wo eigentlich ja, die Schikane hier im Staat ist. Die Polizei weiß nicht weiter, die ganze Behörden wissen nicht mehr weiter und dementsprechend müssen sie irgendwie reagieren. Das heißt, die waren jetzt gestern hier, haben das erstmal eingezogen und ihr wisst jetzt eigentlich gar nicht, was abgeht? Wir wissen noch gar nichts, nein. Die Polizei wird heute wieder kommen, haben sie zu uns gesagt. Sie werden das analysieren und wenn sie nur ein Stück drin finden, was nach Blüte oder Blatt aussieht, dann ist es illegal. Und dann bekomme ich auch meine Strafanzeige wegen Besitz von Betäubungsmitteln. Genau, obwohl es unter 1% THC ist. Das heißt, du lebst also in der Schweiz, obwohl das CBD legal ist, leben die Händler doch noch irgendwie so immer auf komischen, mit einem halben Fuß im Gefängnis? Immer, obwohl wir alles richtig machen. Wir haben unsere BAG-Notifizierung bekommen, wir haben es angemeldet, wir haben es analysiert, wir haben es abgepackt mit dem Warnhinweis und trotzdem ist es nicht recht. Hey, ich wünsche euch, dass es gut geht, CBD Solution. Ihr habt auf jeden Fall schöne Sorten, wie ich sehe, und viel Erfolg noch auf der Messe. Danke. Vielen Dank, euch auch noch viel Spaß. Bis bald. Mal was essen wäre ja auch mal nicht schlecht. Zwischendurch Hanfburger oder Hanfspaghetti oder Hanfnudeln, Hanfwurst oder Hanfeis. Oder Hanfwaffe. Hanfsuppe können wir auch essen. Hey! Guck, hey, hier, das sind die, au, die sind versteckt, warte. Hier, die nennen sich Hemp Brothers, ne? Wie geht's euch, was macht ihr? Ja, uns geht's sehr gut, jetzt sind wir gerade angekommen. Die Fahrt war sehr anstrengend, wir sind fast 7 Stunden unterwegs gewesen. Aber jetzt können wir es kaum warten, die ganzen Stände auszuprobieren. Ja, sehr geil. Hey, eure Sorten werden wir eh noch vorstellen, in nächster Zeit. Könnt ihr da mal begutachten bei CBD Guide Austria. Euch wünsche ich noch viel Spaß hier. Dankeschön, ich wünsche euch auch viel Spaß. Ciao. Ciao.